In diesem Video wollen wir uns näher mit Preisen in Orgamax beschäftigen. Hier geht es weniger um Preislisten, vielmehr geht es hier um Staffel- und Kundenpreise, also Preise, die man spezieller eben für Kunden oder eben für verschiedene Mengen anlegen möchte. Die Frage, die immer wieder auch aufkommt, ist, wann nutze ich Preislisten und wann nutze ich zum Beispiel eben dann kundenspezifische Preise statt der Preislisten oder gegebenenfalls auch ergänzend zu den Preislisten. Preislisten legt man in der Regel immer dann an, wenn ich viele Kunden habe, die die gleichen Preise bekommen oder eine spezielle Kundengruppe vorhanden ist, die eine ganz spezielle Preisliste eben bekommen sollen. Das können Wiederverkäufer sein oder Premium-Kunden oder ähnliche, die aber dann für sich eben immer den gleichen Preis eben erhalten in dieser Gruppe. Dann machen Preislisten auf jeden Fall Sinn. Wenn ich jetzt einzelne Kunden habe, die einzelne Artikel zu Sonderpreisen erhalten sollen, dann machen wahrscheinlich eher die Kundenpreise Sinn. Ich kann aber beides in Kombination nutzen. Ich kann Premiumpreise haben und darin dann auch nochmal spezifische Kundenpreise. Hier wollen wir uns jetzt mit den Kunden- und den Staffelpreisen beschäftigen. Das ist zunächst mal relativ einfach in Orgamax angelegt. Der Artikel ist hier. Wir gehen in den Reiter Preis. Ein Preis ist schon da. Ab ein Stück kostet dieser Artikel 9,34 Euro netto. Wenn ich jetzt eine Staffelung anlegen möchte, dass zum Beispiel ab 10 Stück das Ganze pro Stück dann billiger wird, lege ich eine neue Zeile an, sage, der Preis gilt für alle Kunden. Ab wie viel Stück soll das günstiger werden zum Beispiel? Und dann haben wir ab 10 Stück hier noch die 9 Euro drin. Und eine weitere Zeile, ab 20 Stück kostet es dann nur noch 8,50 Euro. Ich kann natürlich den Netto genauso wie den Bruttopreis eingeben. Auch hier, wenn ich jetzt sage 8,99 Euro soll das Brutto kosten, wird der gegenüberliegende Preis dann immer auch entsprechend mit berechnet. Und dazu kann ich optional dann eben auch noch die Lohnanteile Netto-Brutto mit hinzufügen. Diese Preise gelten jetzt ganz gewöhnlich für alle Kunden, die mehr als 10 oder mehr als 20 Stück hier erwerben. Ich kann zusätzlich oder alternativ dazu auch eben Kundenpreise jetzt hier festlegen. Legen wir eine weitere neue Zeile an. Diesmal gilt der Preis nicht für alle Kunden, sondern für einen ganz speziellen, wie zum Beispiel den Herrn Mörs. Wo war er jetzt? Da ist er. Walter Mörs bekommt hier einen speziellen Preis. Der zahlt zum Beispiel schon ab ein Stück ganz gewöhnlich 9 Euro. Und für ihn werden wir jetzt auch noch eine Preisstaffelung anlegen. Ab 10 Stück 8,50 Euro und noch eine weitere Staffelung. Ab 20 Stück dann zum Beispiel nur noch 8 Euro. Jetzt haben wir also sowohl eine Preisstaffelung für alle Kunden plus einen kundenspezifischen Preis für den Kunden Mörs und eben dann noch eine Staffelung für den Kunden Mörs. Das kann ich jetzt natürlich so bei jedem einzelnen Artikel hinterlegen. Wenn ich jetzt schon eine ganze Reihe an Artikeln habe, die zum Beispiel dieser Kunde zu Sonderpreisen erhalten möchte und ich möchte auf Preislistennutzung an der Stelle verzichten, dann kann ich das wiederum auch über den sogenannten Preisimportassistenten hier erledigen. Der Preisimportassistent importiert uns ja Preise. Wir brauchen dazu eben eine entsprechende Excel-Liste, die trotz, dass ich jetzt nur Kundenpreise importieren möchte, 5 Pflichtfelder enthalten muss. Die Artikelnummer, zu dem der Preis hinzusortiert werden soll. In welcher Preisliste soll das angelegt werden? Wie hier zum Beispiel zu sehen, generell in der Standardpreisliste. Habe ich eine Mengenstaffelung dabei oder gilt es immer nur für ein Stück? Ich muss also eine feste Beziehung zwischen Preisliste, der Menge und dem Preis herstellen. Und da muss ich natürlich den VK importieren. Plus, wenn hier auch kundenspezifische Preise importiert werden sollen, muss die Kundennummer mit drin stehen. Und das ist eben ganz wichtig. So wie es hier zum Beispiel angegeben ist, der Kundenname wird hier nicht erkannt. Da muss tatsächlich die Orgamax-Kundennummer dann erscheinen, damit eben dieser Preis innerhalb des Artikels genau diesem Kunden eben auch zugeordnet werden kann. Wenn ich das soweit zugeordnet habe, kann ich auch jederzeit zum Kunden hinspringen und zum Beispiel uns den Herrn Mörs hier raussuchen. Und dann habe ich die Möglichkeit, über das Kontextmenü die kundenspezifischen Preise für diesen Kunden mir anzuschauen und die auch hier gegebenenfalls zu bearbeiten. Hier sieht man es, hier haben wir einen Artikel, der mit einer Mengenstaffelung hier belegt ist und das ist eben der einzige Artikel, den dieser Kunde aktuell zu entsprechenden Preisen bekommt. Und hier kann ich jetzt auch direkt reingehen und den Nettopreis bearbeiten
und der wird dann wieder zurück in den Artikel gespeichert. Und das ist natürlich hier eine ganz schöne Übersicht, da ich hier eben sehe, dass dieser Kunde eben zu ganz speziellen Sonderkonditionen hier diesen Artikel oder viele Artikel eben dann entsprechend bekommt. Ich kann die Preise auch über eine Massenänderung hier bearbeiten. Wenn jetzt auch noch mit Preislisten gearbeitet wird, kann ich diese Preise auch dann übertragen. Was hier wahrscheinlich sinnvoller ist oder häufiger genutzt wird, ist sicherlich das Erhöhen oder Senken dieser kundenspezifischen Preise. Und da geht es wirklich nur darum, die Preise für diesen Kunden, aber eben dann für alle Artikel anzupassen innerhalb von Orgamax. Kann ich auch über den Preisimportassistenten natürlich erledigen. Hier haben wir eine Onboard-Möglichkeit, die dann eben über Prozente eben zum Beispiel alle kundenspezifischen Preise für den Kunden Mörs jetzt hier bearbeiten würde, ohne dass ich jetzt 10 oder 20 Artikel manuell öffnen müsste. Eine ganz wichtige Einstellung oder Information ist noch folgende. Wenn ich jetzt hier in mein Angebot beispielsweise diesen Artikel einsetze, wir können das hier mal machen mit der Preisstaffelung, und ich gebe, nachdem ich den Artikel eingefügt habe, hier jetzt eine Menge ein, die 10 Stück zum Beispiel. Klicken wir mal auf OK. Dann wird der Preis hier entsprechend angepasst. Automatisch wird also neu aus den Artikelstammdaten geladen. Das ist eine Einstellung, die man beachten muss. Man findet die hier in den Meine Firma-Einstellungen und den Grundeinstellungen. Und dann gibt es hier ein kleines Kontrollkästchen. Artikelpreissuche in den Vorgängen. Die Preissuche nur beim Einfügen von Artikeln in den Vorgang ausführen. Wenn ich dieses Kontrollkästchen aktiviere und ich füge die Artikel ein und ändere im Anschluss erst die Menge, werden die Preise nicht neu aus dem Artikelstamm geladen. Das ist eben ganz wichtig. Gerade wenn ich mit Mengenstaffelung arbeite, sollte dieses Kontrollkästchen auf jeden Fall deaktiviert sein, sodass ich die Artikel einfügen kann und danach auch jeweils in der Menge noch was anpassen kann, sodass dann eben auch die aktuellen Preise aus den Artikeln neu geladen werden. Wie gesagt, wenn dieses Häkchen sitzt, dann wird die Preissuche nicht erneut aktiviert und ich bekomme dann eben, wenn ich erst den Artikel einfüge und dann die Menge ändere, die Preise nicht in meinen Vorgang rein automatisch aktualisiert. Eine Auswertungsmöglichkeit zu Kundenpreisen findet man auch noch hier in den Tabellenauswertungen. Hier gibt es die Möglichkeit, eine Tabellenauswertung anzulegen, die sich auf Kundenpreise bezieht. Und diese Tabellenauswertung kann ich einmal anlegen und dann jederzeit wieder reinschauen und bekomme hier immer die aktuellen Daten eben reingelegt. Und dementsprechend bekomme ich also hier nicht nur eine Standardliste, sondern ich bekomme eben hier eine Liste, die immer die aktuellen Daten aus Orgamax herauslädt. Ich kann sie mir aber eben schon mal vordefinieren. Ich kann auswählen, in welcher Art und Weise sollen diese Daten hier angeordnet sein. Möchte ich das gegebenenfalls hier auch nach verschiedenen Artikelbeschreibungen oder auch vielleicht nach Kunden hier schon mal vorfiltern. Also ich kann mir hier tatsächlich dann die Preislisten auch für die Kunden oder auch die Preislisten entsprechend vorfiltern und sehe dann immer genau diese Auswahl, wenn ich die Liste dann in 2 oder 3 Wochen neu öffne. Und das wäre eben nochmal eine Möglichkeit, ganz schnell auch reinzuschauen, wie das hier mit den entsprechenden Preisen aussieht. Und so viel zu den Kunden- und Staffelpreisen in Orgamax, den Import und die Bearbeitungsmöglichkeiten.